Lieben, ich bin euch ja noch zwei Verlosungen schuldig von letztem Jahr vom Free Your Needles Call. Und heute habe ich es endlich mal geschafft, denn es hilft doch auch nichts. Ihr wollt doch auch was gewinnen. So nämlich. Ich habe auch extra mein Verlosungshütchen aufgesetzt. Schauen wir mal, wem es Glück bringt, wenn dann die Auslosung soweit ist. Ja, legen wir doch gleich los. Und zwar habe ich ja fertig gestrickt den Shifty Pullover von der Andrea Mowry. Und ja, vielleicht muss ich noch die Fäden vernähen. Aber ich bin fertig. Und hier möchte ich gerne verlosen von Drachenwolle einen wunderschönen Strang. Ich hoffe, ihr seht das auch gescheit. Und zwar ist das die Farbe Cupcake. Ach, genau, und sie ist wunderschön. Und die darf bei einem von euch sich ein neues Zuhause suchen. Einer von euch darf sich darüber freuen. Genau, wie könnt ihr gewinnen? Ich habe mir gedacht, damit ich euch besser zuordnen kann oder damit auch jeder das bekommt, was, oder was heißt jeder, derjenige, der gewinnt, dann auch das bekommt, was er sich gewünscht hat, habe ich mir gedacht, blende ich Codewörter ein und ihr schreibt mir die einfach unten drunter. Und für diesen Strang gebt ihr bitte Shifty ein. Ich blende es euch noch ein, also Shifty. Und das kommentiert ihr mir einfach, wenn ihr gerne möchtet, unter dem Video. Wäre es immer so schön, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, man muss 18 Jahre alt sein und ihr erklärt euch dann sozusagen damit einverstanden, dass ich zumindest euren YouTube-Namen sagen darf. Und die Auslosung findet im nächsten Video statt, das ich wahrscheinlich nächstes Wochenende, also es ist dann der 25. oder 26., jedenfalls an dem Wochenende, am letzten Januarwochenende, in der nächsten Podcast-Folge möchte ich das gerne auslosen. Ja, weiter geht's. Denn wir haben ja keine Zeit. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Dann hatte ich ja noch fertig gestrickt den Maritimo. Das wunderschöne Hemdchen. Und da möchte ich gerne verlosen den Strang von der lieben Nadine von Shibot Garne. Schaut, das ist ein wunderschöner gefärbter Strang. Ja, der darf sich ein neues Zuhause suchen und das ist ihre Softsock Base und die Farbe ist Waterfall. Genau, und da schreibt ihr mir dann bitte drunter Waterfall. Ja, und dann, da bin ich ja wie gesagt ein bisschen sehr aufgeregt oder freue mich wirklich sehr darüber, dann gibt es ja noch eine weitere kleine Verlosung oder was Kleines zum Feiern, nämlich mein Podcast ist ja am 8. Januar, ich glaube da ging die erste Folge online, 2018, also ist 2 Jahre alt geworden und da möchte ich gerne verlosen ein Ticket zur Mainzer Wollkur, also ein Tagesticket, das berechtigt euch dann zum Eintritt ab 11.30 Uhr bis abends um 10 Uhr. Und zusätzlich noch dazu möchte ich gerne verlosen die neue Anleitung von der Anike. Die ist nämlich heute rausgekommen. Ja, sind wir auch schon, ich meine, man fiebert ja auch immer so ein bisschen mit, ne? Wenn dann jemand, mit dem man befreundet ist, da was Tolles rausbringt und da habe ich mir gedacht, ist das doch eine schöne Idee, wenn ihr dann gleich mitmachen könnt oder gleich sozusagen up to date seid und deshalb möchte ich ihre, ach so, ja, um was geht es denn überhaupt genau, was hat sie denn veröffentlicht, ja, also sie hat einen wunderschönen Schal selber designt, nachdem wir ja letztes Jahr in Barcelona waren, bei Barcelona Knits und da war sie ja so beeindruckt gewesen von der Sagrada Familia und ja, da hat sie sich Stunden, Tage, Wochen hingesetzt. Es wurde auch eifrig testgestrickt. Und ja, da möchte ich gerne zusätzlich zum Ticket für die Mainzer Wollkur eine Anleitung verlosen für ihren Gaudischal. Und da kommentiert ihr mir bitte drunter Gaudi. Und wie gesagt, ich blende euch das immer noch so schön ein. Und ja, also ihr könnt gesagt bis
Ja, bis zum nächsten Video. Also ich sag mal, bis Freitagabend könnt ihr mir gerne kommentieren. Und ja, am Samstag werde ich dann auslosen. Also, ich freue mich schon und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen. Und ja, das ist natürlich immer ein kleines Dankeschön auch an euch, weil ja, es macht doch einfach in der Gemeinschaft viel mehr Spaß als alleine. Und ja, auch wenn man sich nicht immer sieht, irgendwie seid ihr doch immer da. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und deshalb die Verlosungen. Also dann bis zum nächsten Samstag oder bis demnächst auf jeden Fall. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Also, tschüss.